Die Europäische Union ist eine für sich eine gute Idee. Die wird aktuell aber sehr schlecht umgesetzt. Europa muss sozial, friedlich, ökologisch nachhaltig, aber auch ein Leuchtturm für Menschenrechte sein. Dieses Europa gibt es noch nicht, aber zusammen mit euch wollen wir dafür kämpfen. Als erstes müssen wir die ökologische Krise ansprechen als das, was sie ist, und nämlich die größte selbstgemachte Krise der Menschheit. Um sie zu bewältigen, aber auch ihre Herausforderungen zu meistern, müssen wir grundlegend unser System neu denken. Das heißt, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft umdenken. Denn in die Welt, in der wir jetzt leben, ist nicht nur Reichtum unglaublich exzessiv, es wird auf Profite und permanentes, ewiges Wachstum gesetzt. Und der Planet selber sagt uns, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir müssen zuhören. Zweitens brauchen wir endlich in Europa eine menschliche Asyl- und Migrationspolitik. Das Sterben im Mittelmeer muss sofort aufhören. Das Sterben innerhalb der Grenzen Europas muss sofort aufhören. Wir müssen die Menschen, die hier sind, in unsere Gesellschaften inkludieren. Anders wird das nicht funktionieren. Drittens, wir müssen wieder über Frieden sprechen. Brauchen wir wirklich eine europäische Armee? Ich glaube nicht. Denn die wichtigen Probleme Europas, wie die Demokratiedefizite, Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, aber auch Rassismus, Sexismus, die bekämpft man nicht mit Bomben, auch nicht mit Soldaten. Die bekämpft man, indem man in die Gesellschaft investiert, indem man Reichtum, aber auch Profite vergesellschaftet. Unsere Vision ist ein ökosoziales Europa. Das heißt ein Europa, das auf die Bedürfnisse des Menschen, aber auch der Umwelt geht und auf friedliches Zusammenleben setzt. Das wird die Herausforderung der nächsten 20 Jahre sein, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen. Linke Vorschläge dafür sind zum Beispiel eine bedingungslose Existenzsicherung für alle in Europa lebenden Menschen, genauso wie der Green New Deal. Außerdem wollen wir Reichtum und Wissen vergesellschaften. Die Wahlkabine bringt Parteien dazu, auf konkrete Fragen Positionen zu beziehen. Dies ist sehr wichtig, weil dadurch können Wählerinnen erkennen, woran eigentlich die Interessen der Parteien liegen und in wessen Interessen die Parteien Politik machen. Die Wahlkabine ist eine wichtige Orientierungshilfe für Neuwählerinnen, aber auch für Menschen, die unentschlossen sind. Es ist wichtig jedoch, uns darauf immer zu erinnern, dass wir als Bürgerinnen die Kontrollfunktion erfüllen müssen. Das heißt, immer nachgehen, ob die Parteien tatsächlich ihr Wahlversprechen, nachdem sie in der Macht gekommen sind, auch gehalten haben. Auf jeden Fall, ich empfehle die Wahlkabine für alle und Welt wie ihr tickt.